Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Was lässt er sich diesmal einfallen? Untersucht er! Was, Kevin Heinz? Moritz Roth war es gewesen. Moritz Roth, das war Moritz Roth per Kopf, der sich da wunderbar freigestohlen hat. Ah, Glück und natürlich auch den Kampf, den er da annimmt, Moritz Roth. Aber so war es sicherlich nicht geplant. Ja, da kommt er ran. Brandscheid in die Mitte. Den muss er selber machen. Den muss er, glaube ich, einfach selber machen. Und es ist auch wieder relativ viel Abstand zwischen unserer Defensivreihe, unserem Defensivverbund und dem offensiven Mittelfeld. Jetzt mal ein schöner Ball für Kaluanga. Kein Abseits. Kaluanga, der ist da alleine. Ja. Setzt sich da irgendwie durch, bringt die Flanke rein. Oh. Und dann auch der Nachschuss, sitzt nicht, wird abgeblockt. Flach reingespielt. Und er kommt da zum Schuss und zum Glück kriegt Mut da keinen Druck hinter. Sven König, der wird da wieder ordentlich von hinten angegangen. Behauptet aber den Ball, gibt dafür ein paar Meter Raum her. So, jetzt der Pass in die Schnittstelle auf Enis Sinanovic, aber Klein war da aus seinem Kasten geheilt. Taya Paran auf Maurer. Guter Ball jetzt auf Kaluanga, der kommt fast ran, aber immer noch der Ball in Reihen der Trierer. Flanke in die Mitte, Brandstein kommt nicht an den Ball, setzt aber nochmal nach. Der Ball immer noch nicht vollkommen geklärt. Gute gemacht da von Brandy. Holt sich den Ball zurück auf Robin Garnier. In die Mitte zu Rot. Rot kann jetzt schießen. Rot! Oh, Klein. Bravourös gehalten da von Klein. Und die Gäste nehmen jetzt das Tempo raus. Weil sie wissen, die Eintracht muss her mehr als sie selbst. Jetzt krasser Fehlpass, Sven König hat sich das Leder geschnappt, zieht in den 16er ein. Und jetzt behindern sie sich da alle selbst, Schuss. Und da ist es, das war Handspiel. Und hier regen sich die Zuschauer mächtig auf, aber es wird weiterspielen gelassen. Und wir nutzen die Gelegenheit, schauen nochmal auf die Situation von eben Sven König, der das Muster gültig macht und in seiner unnachahmlichen Art und Weise in den 16er geht. Und dann kriegen sie das Leder da nicht unter Kontrolle. Und jetzt schon gucken wir mal auf den Schuss. Ja, für mich eine aktive Bewegung, aber unsere technischen Mittel sind natürlich nicht die besten, aber Ali, für mich war es eher ein Elfmeter als keiner. Ja, für mich auch. Und ich schätze fast, dass er als zweiter Stürmer kommen wird. Jetzt Robin Garnier. Gut auf Brandscheid. Der kann jetzt auf Wimmer spielen. Wimmer auf dem Weg zum 1:0. Aber Klein hält auch diesen Ball und lenkt ihn zum Eckstoß. Ah, Kaluanga verliert da das Leder, geht hinterher. Kontermöglichkeit. Oh, was für eine klasse Tat von Deno. Ball gespielt. Ausgeführt auf Linus Wimmer. Kaluanga verliert den Ball, aber gut aufgepasst von Maurice Roth. Maurice Roth legt ab auf Kinscher. Kinscher, der hat ja den Schuss. Und wieder ist da Maxim Klein abgetaucht im Tor. So, Klein mit dem Ball nach vorne, aber den zweiten Ball hat dann die Eintracht wieder. Und das, wow, das muss Gelb-Rot geben. Böses Foulspiel. Ball war schon weg, gibt die rote Karte. Richtige Entscheidung. Da kommt er einfach viel zu spät. Ist ja erst eingewechselt worden. Also 6 Minuten Nachspielzeit, die sind jetzt runter. Ja,
Christoph Busch pfeift aber noch nicht ab. Vielleicht noch eine Aktion für den SVE. Irgendwie nochmal. Einen langen Ball wird er hier anscheinend noch zulassen. Kriegt Bibaco den verlängert? Nee. Jetzt ist Schluss. Und jetzt ist Feierabend. So, und jetzt denke ich mal, ist die wichtigste Maxime, dass die Jungs wieder aufgerichtet werden müssen für das Topspiel. Es ist immer noch ein Topspiel am kommenden Samstag gegen die Wormatia aus Worms. El Capitan, Mensch, ich traue mich eigentlich fast gar nicht zu fragen, deswegen fange ich mal mit was anderem an. Du wurdest gerade noch behandelt. Ich hoffe, es hat dich nicht allzu schlimm heute erwischt. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade mal einen Schlag auf den Zeh bekommen. Ich kann jetzt gerade nicht auftreten. Ja, muss man untersuchen und dann schauen. Scheibenkleister. Also da weiß ich, dass ganz Trier dir die Daumen drückt, dass du am Samstag gegen die Wormatia aus Worms auf dem Platz stehst. Simon, ihr habt euch wahnsinnig viel vorgenommen. Die erste Halbzeit hat nicht allzu viel geklappt. Die zweite Halbzeit kamt ihr dann wie ausgewechselt auf den Platz, hattet den Gegner im Würgegriff, aber der Ball wollte irgendwie nicht über die Linie. Ja, erste Halbzeit haben wir ein bisschen, ja, keine Ahnung, schwere Beine gehabt vielleicht. Ich weiß nicht, wir haben uns richtig viel vorgenommen. Kam aber nicht wirklich zu Torchancen in der ersten Halbzeit, sind auch viel hinterhergelaufen, weil wir uns ja nicht ganz so clever, sage ich mal, manche Situationen beim Anlaufen angestellt haben. Ja, zweite Halbzeit haben wir gedrückt, Ball wollte nicht rein, Gegner verteidigt mit Mann und Maus, müssen klaren Handelfmeter kriegen. Schiedsrichter sagt, er sieht es nicht richtig, also ich habe von hinten klar drauf geguckt, also in der Bundesliga mit dem Videobeweis gibt es da einen klaren Elfmeter. Der Linienrichter steht da, sieht es nicht, aber ja, was willst du machen, du kannst halt nichts dagegen sagen, ist jetzt halt so, er hat es halt gesehen und ja, geht es halt mit 0-0 weiter und ja, aber es ist noch nichts verloren, ja, was soll man machen, jetzt sind wir irgendwo ein bisschen abhängig, auch von Worms, wie die jetzt spielen aufgrund vom Torverhältnis, aber ja, was soll man jetzt machen, Mund abputzen, Köpfe hoch und am Samstag das nächste Spiel. So sieht's aus. Ganz Trier drückt euch auch da natürlich die Daumen. Also die Stimmung in der Stadt, wie oft ich jetzt auf dieses Spiel angesprochen wurde, das ist gigantisch. Bleiben wir aber noch kurz bei heute Abend. Ich habe jetzt gerade in die Köpfe der Spieler geguckt. Da ist die Enttäuschung natürlich massiv. Wie kriegt man das jetzt hin, innerhalb von 3 Tagen den Schalter umzulegen? Ja gut, das Gute ist ja im Fußball, das ist zwar eine Floskel, aber in der englischen Woche, wir haben nicht viel Zeit zum Nachdenken. Es geht in 3 Tagen schon wieder weiter. Du kannst vielleicht heute Abend noch ein bisschen traurig, vielleicht eine oder andere Chance noch hinterher trauern. Aber ja, spätestens morgen ist Regeneration und dann blicken wir nur auf Samstag. Also von daher haben wir Gott sei Dank nicht so viel Zeit zum Überlegen. Das ist ein Glück. Ich sage herzlichen Dank, wünsche dir alles Gute und verdammt, ich drücke dem dicken Zeh der Nation die Daumen, dass er bis Samstag wieder wird. Vielen Dank, Simon Maurer. Josef, es ist natürlich unwahrscheinlich schwer, jetzt nach kurzer Spielsituation das Ganze in Worte zu fassen. Aber ohne, dass ich dir jetzt eine große Frage stelle, wie bewertest du heute dieses Spiel? Ja, Punkt ist einfach zu wenig für uns. Wir haben uns natürlich mehr erhofft, wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Als wir den Spielplan gesehen haben, wussten wir, dass das so ein Schlüsselspiel sein könnte. Ja, dafür hat uns einfach die letzten 3 Spiele haben uns enorm Energie gekostet. Ich glaube, das hat man heute gesehen, dass wir einige Spieler hatten, die nicht so performt haben wie sonst. Ja, wir sind schwer ins Spiel gekommen, haben die Halbzeit gebraucht und dann in der zweiten Halbzeit haben wir versucht, über den absoluten Willen da reinzubeißen, haben trotzdem unsere 2-3 Torchancen, richtig gute Torchancen, die wir aber nicht machen und ja, müssen mit dem Punkt leben, können nur eins machen, Köpfe hoch und uns auf Samstag vorbereiten. Köpfe hoch gilt natürlich auch für dich, weil ich glaube, für dich ist es auch nach der Partie hier nicht ganz so einfach, das zu tun. Aber wie stellst du das mit deinen Jungs jetzt an? Also gibt es jetzt Einzelgespräche, gibt es sonst irgendwelche Maßnahmen, um die Jungs, was das Spiel am Samstag angeht, was natürlich einen besonderen Stellenwert hat, nochmal aufzurichten? Ja, ich glaube, das muss man heute Abend erstmal sacken lassen. Wir werden uns morgen treffen. Wir werden die richtigen Worte finden. Und ich glaube, man kann den Jungs keinen großen Vorwurf machen. Wir haben alles versucht, von der ersten bis zur letzten Minute. Es war einfach heute nicht viel mehr für uns drin. Uns hat ein bisschen das Glück vorne gefehlt, um das eine Tor zu machen. Ich glaube, wenn wir das schießen, dann gewinnst du das Spiel auch. Versuchen uns dann auf Samstag vorzubereiten und auch ein Stück weit freuen, weil es kann Fußballfest sein und wir wollen schon zeigen, dass wir dann auch Worms zu Hause schlagen können.
ist jetzt das, was im Umfeld passiert? Weil die Spieler kriegen ja mit, auch heute die Unterstützung am Freitagabend, 1200 Zuschauer im Moselstadion, haben die Mannschaft gerade in der zweiten Halbzeit nach vorne gepeitscht. Jetzt gibt es natürlich Gespräche in der Stadt. Jetzt tut die übrige Stimmung bis Samstag ihr Übriges. Ist dann Samstag, wenn hier vielleicht wirklich 2.000, 3.000 Zuschauer im Stadion sind, ist das eher Belastung oder ist das eher dann noch der richtige Push, den es braucht? Es kann nur ein Push sein, weil die Fans tragen uns durch die ganze Saison. Auch heute, glaube ich, haben die uns überragend durchs Spiel getragen. Auch in Phasen, wo wir nicht gut gespielt haben, das muss man so sagen, haben die Fans uns angefeuert und nach vorne gepusht. Und alleine für diese Fans müssen wir als Team am Samstag alles raushauen. Klar ist dieses 0:0 heute Abend hier so ein bisschen enttäuschend und bremst so ein bisschen die Euphorie, die hier in den letzten Wochen, Monaten rund um das Moselstadion entstanden ist. Aber hier nochmal ganz klar die Ansage, nehmt sie alle mit, eure Schwiegereltern, eure Kinder, eure entfernten Bekannten, Verwandten, nehmt sie alle, schnappt sie euch, kommt am Samstag um 18 Uhr ins Moselstadion, peitscht diese Mannschaft hier zum Sieg gegen die Wormatia aus über die gesamte Spielzeit sich mehr als verdient, dass die ganze Stadt und die ganze Region hinter ihr steht.